YouTube hat einige Dinge geändert, ne? Ja. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Marie und Jacqueline Aaron sind gerade draußen. Jacqueline Aaron wollten gerade eigentlich gehen, aber jetzt macht das Auto Faxen und ist erstmal gar nicht angesprungen und so. Dann haben wir es angeschoben und ich glaube, dass die Lichtmaschine vielleicht irgendwie kaputt ist oder irgendwie sowas, weil es geht auch nicht mehr viel und der macht auch so ein bisschen dumpfere Geräusche und nimmt auch keine Leistung richtig an und sowas. Und jetzt hole ich mal noch kurz einen Hammer und guck mal, ob man so ein bisschen gegen die Lichtmaschine klopfen kann. Das bringt manchmal was und ansonsten müssen wir irgendwie einfach den ADAC rufen. Also, verrückter Anfang von diesem Vlog. Hammer schon. Ja, hier ist aber nichts durchgefressen. Er läuft ja eigentlich auch. Ja, und dann geht er. Das Auto fährt wieder und zwar haben wir jetzt einfach eine neue Batterie gekauft und die wieder eingebaut und jetzt fährt es wieder. Jetzt hoffen wir, dass sie gut ankommen und nicht die Lichtmaschine auch irgendwas hat, weil es kann halt natürlich auch sein, dass die Lichtmaschine kaputt ist und dann die Batterie nicht richtig geladen wird, aber ich glaube einfach, dass die Batterie kaputt war und die Lichtmaschine nichts hat und ja, jetzt hoffen wir einfach, dass sie gut ankommen und jetzt mache ich mich ans Vlog schneiden. Marie macht die Wäsche und dann sauge ich. Und ja, komm noch ein Stück näher vielleicht. Sieht oder? Gut aus. Hallo. Und dann muss ich auch noch ein bisschen was drehen. Und wir jetzt erstmal first things first. Hobby nachgehen. Du hast so gut. Du kannst jeden Tag, wenn du willst, deinem Hobby nachgehen. Meinem Hobby Kiten oder sowas kann ich voll selten nachgehen. Aber ja. Du kannst am Hobby putzen schon immer und überall nachgehen. Das ist eigentlich voll schön, gell? Das ist eine Frechheit, dass du Putzen mit Kalten auf eine Stufe stellst, mein Schatz. Tut mir leid. Während Alex gerade noch den Vlog fertig schneidet für morgen, mache ich mich jetzt mal dran, um ein schnelles Mittagessen zu zaubern. Und zwar wird es einfach wieder Maultaschen geben. Wir haben natürlich noch zwei Packungen übrig, die wir gestern nicht gemacht haben. Und die gibt es dann heute. Ich weiß noch gar nicht, was ich so mache. Mal gucken, vielleicht ein bisschen Zucchini und getrockneten Tomaten oder so. Naja, irgendwie schnell was kleinschneiden. Und anschließend möchte ich auch noch ein bisschen was drehen. Die ganze Autonummer hat so ein bisschen den Zeitplan durcheinander gebracht. Ich musste jetzt nämlich auch noch gerade am Schreibtisch ein bisschen Zeug machen. Und deswegen habe ich noch nicht gedreht bisher. Außerdem habe ich auch ein bisschen durchgesaugt. Aber es klingt auch immer so dramatisch, ne? Ich muss schon wieder putzen. Wenn man jeden zweiten Tag mal ein bisschen saugt, dann ist das wahrlich kein großes Putzen. Aber es läuft immer unter dem Wort Putzen. Und was auch läuft, ist die Waschmaschine. Badumts! Okay, ja, ich sollte jetzt kochen, weil mein Arm fällt ab. Und ich habe Hunger! Lecker! Wow, mit getrockneten Tomaten, oder? Ja. Wow. Vielen Dank fürs Essen machen, mein Schatz. Gerne. Guten Appetito. Also ich würde sagen, wir haben unser Leben auf jeden Fall in den Griff, wenn wir um 16 Uhr Mittag essen. Ist ja noch Mittag. Hallo? Naja, manche essen bald da schon wieder Abend. Was kommt da drauf? Bronzer. Ja. Ist es echt so? Ja. Oh wow, ich bin so gut. Ich sollte Make-up-Artist werden. Alex, 24, weiß, was Bronzer ist und denkt, deswegen sollte er Make-up-Artist werden. Ja? Ja, ja. Top, ich bin dran. Okay, ich rate jetzt das nächste Produkt. Show me. Oh Gott, da muss ich näher ran. Puder. Ja. Das war einfach. Jetzt muss ich schwierige Produkte benutzen, damit du es nicht weißt. Ich glaube, es gibt kein schweres Produkt. Ich kenne jedes, glaube ich. Okay, ich glaube, ich errate jedes. Rouge? Ja. Ja? Ja. Na gut, guck. Ich muss schon Setting Spray. Jetzt habe ich extra Setting Spray benutzt. Wollte ich gar nicht benutzen, ich dachte, das weißt du nicht. Ich habe bei Niki Tutorials gehört, dass man das trocknen soll.
direkt so, dass das dann noch besser funktioniert. Also mache ich das immer ganz fleißig. Ja. Okay, nächstes Produkt. Ja, entspann dich. Es passiert halt auch nichts Spannendes. Weil du nicht viel machst. Ich nicht viel mache. Okay, Wimpernsange. Kenn ich. Ja, und jetzt als nächstes kommt was? Wimperntusche. Ja. Dann war es das, oder? Ja. Augenbrauen hast du schon gemacht. Ja, die sind richtig fell geworden. Egal. Sieht super aus. Die sehen aus wie immer. Ich sehe keinen Unterschied. Ich schon. Sieht super aus. Sieht klasse aus. Sieht super aus. Hier halt immer so Löcher. Egal. Mein Daddy war gerade da, denn der war geschäftlich heute in Stuttgart und meine Mama war zufällig heute auch in Stuttgart und deshalb gehen wir heute zusammen noch abends essen. Wir fahren ins Hans im Glück, glaube ich. Hans im Glück. Burger essen, wenn mein Papa voll Bock darauf hat und meine Stimme. Ja, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Vor allem, wir haben irgendwie so vor, weiß ich nicht, einer Stunde Fettmaultaschen gegessen. Ja, vielleicht esse ich auch einfach einen Salat oder sowas, habe ich mir gedacht. Ich esse safe einen Salat. Ich habe gerade überhaupt keinen Hunger. Scheiße. Richtig schlecht getimt. Ich wusste nicht, dass die schon so früh kommen. Na ja. Gut. Aber gut, so früh ist eigentlich gar nicht mehr zum Essen. 6:30 jetzt dann oder so. Jetzt ist schon 6:30. War doch gerade erst 4. Na okay, es ist erst 6. Aber immerhin. Vorreiter muss auch. Hallo. Leckeren Salat mit irgendwie Birnen und keine Ahnung, Käse, Nüsse, lecker. Und Süßkartoffeln und hier drüben gibt's Burger. Wir sind wieder zu Hause, essen war sehr, sehr lecker. Und wenn ihr euch wundert, warum ich so geil ausgeleuchtet bin, dann liegt es daran, dass hier oben die Videoleuchte auf der Kamera steht. Das ist richtig gut, gell? Ja. Aber es ist halt deutlich schwerer jetzt nochmal. Wir haben gerade festgestellt, dass YouTube das Logo geändert hat. Auch richtig krass. Also jetzt ist einfach auch das Logo anders in YouTube. YouTube hat einige geändert, ne? Ja, ich bin mal gespannt, was da noch so in Zukunft alles kommt und so. Auch Instagram hat wird ein paar Sachen ändern auch so. Ja. Ich bin echt mal gespannt, wie sich das in Zukunft alles so ändert. Ja, richtig. Ja. Soll ich mein kleines Geheimnis verraten? Ja. Ich stehe gerade auf Zehenspitzen. Eigentlich wäre ich nur so groß und man würde nur meinen Kopf sehen, weil Ike's immer so filmt. Das ist so klein. Dass nur mein, ja, und im Vlog, ich stelle mich so oft auf Zehenspitzen, wenn du die Kamera hältst. Sehr voll anstrengend, damit ich oder? Auch im Bild zu sehen bin. Also es ist immer nur, hallo und ich bin übrigens die Marie. Ich bin Marie, ich bin 6 Jahre alt. Und danke. Ich bin Alex' Tochter. Ich bin Ike's Tochter, es wird ja immer schöner. Also, ich packe gerade meine Sachen. Morgen geht's für einen sehr aufregenden Dreh nach Berlin. Darf ich schon verraten? Kann ich gespannt sein. Ich drehe mit Vincent Weiss. Oh my goodness. Ja, 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 ja. Kann ich auf jeden Fall gespannt sein. Wird, glaube ich, echt auch richtig. Kommt aber nicht auf meinem Kanal online. Wollte ich nur schon mal direkt sagen, damit ihr Bescheid wisst. Ja. Oh, und eine Frage, die ich ein für alle mal klären wollte. Das klingt jetzt streng. Wollte ich gar nicht. Warte, ich muss mal. Oh. Ja, jetzt weiter, bitte. Weil mich immer unter meinen Videos so viele Leute fragen. Marie, du hast gesagt, du machst ein neues Intro. Wann kommt eigentlich das neue Intro? Also, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, habe ich das gesagt oder hast ich du, hab, du ich, hast wollt, gesagt? Gell, ich habe den Slider eigentlich auch dafür, nicht dafür gekauft, aber wir haben den gekauft und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt ein neues Intro und das ist schon ewig her und ich habe auch diese Rauchbomben eigentlich gekauft. Ja, richtig. Also, das wollen wir schon noch irgendwann in Angriff nehmen, aber bisher war einfach dafür jetzt nicht so wirklich ein Kopf. Deswegen, bisher müsst ihr einfach weiter mit dem so ein bisschen wie Löwenzahn oder sowas, gell? Hallo, das ist voll mein Tune. Ja, bitte? Auf jeden Fall, es kommt dann auch irgendwann. Aber jetzt muss ich erstmal packen, weil ich danach weiterfahre nach Köln zu einem Dreh und deswegen jetzt 2 Tage weg bin und deswegen meine Gedanken sortieren muss. Ja, und ich habe sturmfreie Bude. Kaum ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Ich glaube, ich hätte doch Styleberater werden sollen. Ich berate jetzt Marie gerade in Sachen Klamotten und sowas, was sie morgen mitnehmen soll. Ja, jetzt zieh mal die Hose an, dann kann ich entscheiden, was dazu gut aussieht. Ich glaube, es kam noch nie vor, dass du gevloggt hast und einen Pickel auf der Stirn hattest. Ist der noch da? Marie hat mir nämlich gerade den Pickel ausgedrückt. Oh, also er war weiß, möchte ich dazu sagen. Ah, der blutet, oder? Ja. Ich blute wie ein Schwein, glaube ich.
Sieht ja schrecklich aus. Das ist nämlich immer die Sache. Marie drückt diese Pickel immer viel zu früh aus. Ich würde sie halt noch gar nicht ausdrücken. Und dann blute ich wie... Das stimmt nicht. Ich möchte bitte zu meiner Verteidigung sagen, dass du ein weißes Ei auf der Stirn hattest, ja? Und ich habe dich einfach nur gerettet. Ich habe dir geholfen und du darfst Danke sagen. Weil du hättest mit deinen dreckigen Autohänden wahrscheinlich einfach nur drüber gekratzt. Und damit hätte sich das. Und dann wäre es morgen nur noch schlimmer gewesen. Vielen Dank, mein Schatz. Ich bin dir sehr dankbar. Dankeschön. So, das ist jetzt das Outfit. Okay, ihr dürftet mal mitbestimmen. Also das finde ich sehr gut. Was ist los? Nix. Irgendwie... Hast du Probleme? Habe ich so gerade Outfit-Probleme. Wow, ich muss erst meine Haare zumachen, weil das geht gerade schon mal gar nicht klar. Immer so dieses... Aber ich habe gedacht, das ist mehr bauchfrei. Ja, eben, ist es nämlich nicht. Aber so, ich habe ein bauchfreieres. Das fände ich cool. Aber nicht in schwarz-weiß. Das Graue, das könntest du anziehen. Welches Graue? Das Bindeding, aus was in Limnos immer anhat. Nein. Why not? Weil das ist ein Hauch von nichts. Das stell dich mal von der Seite hin so. Das sieht halt und echt... Noch mit, so einer schlechten mit so einem kleinen Top sieht es aus wie so eine Obelix-Hose so ein bisschen. Dreh dich nochmal zur Seite, dann sieht man das Nein, besser. Nein, ich möchte aber nicht mich jetzt so unvorteilhaft darstellen. Jesus. Jede Frau, die schon mal in dieser, oder vielleicht auch jeder Mann, aber ich weiß nicht, ob die da so empfindlich sind. Also jeder, der zuschaut und schon mal in dieser Situation war. Ihr braucht ein Outfit, es sieht alles scheiße aus, ihr wisst nicht, was ihr anziehen sollt, es ist schon mega spät, ihr denkt so scheiße, ich will jetzt nicht mehr. Und dann ist da noch jemand, der sich über euch lustig macht oder vielleicht noch eine Kamera drauf hält. Ja? Entschuldigung. Und dann noch so dreckig lacht dahinter. Also, ja. Du siehst wunderschön aus in allem. Das hat, ja. Okay, ich dreh dann nackt im Schlafanzug. Das gefällt mir nicht, wenn du morgen nackt auftrittst. Bam, 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 bam. Wow, das ist jetzt das Outfit. Perfekt für 30 Grad, würde ich sagen. Dann kannst du nämlich einfach... So ab 9 Uhr morgens die Jacke ausziehen und dann bist du... Richtig, weil ich muss nämlich um 5 aus dem Haus. Das ist ja noch der Struggle, der dazukommt. Dass ich um 5 aus dem Haus muss, da ist es ja noch ein bisschen frischer. Der Tag wird aber 30 Grad. Was ziehst du an, ne? Wenn du dich nicht dreimal umziehen willst. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Das schreit jetzt zwar nicht 5 Uhr morgens, wuhu! Aber ich glaube nicht, dass es so kalt sein wird. Dann laufe ich einfach ein bisschen schneller. Und ich sitze ja dann auch im Flugzeug und in der Bahn und... So, weit down the board. So. Okay. Gut. Gut, jetzt sind wir durch, oder? Oder noch für den nächsten Tag? Donnerstag, weil Donnerstag wird es ja dann, geilerweise, um es mir richtig einfach zu machen, 10 Grad kälter. Also, muss ich ja noch, was war das mit dem, oder? Mhm. Ich habe einen Pulli dabei. Also so einen dünnen. Und dann könnte ich theoretisch immer noch das drüber ziehen. Dann brauche ich kein anderes Jäckchen mitnehmen. Ich habe ja auch noch Handgepäck. Ich muss ja auch alles tragen, ne? Und mein Laptop wiegt ungefähr schon 3 Trilliarden Kilo. Aha, und dann habe ich immer lange so schwer Hose. Ist der. Ja, der ist sehr schwer. Und Sneakers. Ich glaube, so bin ich gut gewappnet. Gut, top. It's bedtime. Yay. Ja, wo ist eigentlich dein Rhinoceros-Öl? Rhinoceros-Öl. Habe ich vergessen. Gut, dass du mich dran erinnerst. Oh nein, Scheiße. Siehst du, es geht schon los. Ich vergesse es schon. Wo ist dein Rhinoceros-Öl? Die Schneckenschalen. Darf ich ihn nicht drauf machen? Doch, natürlich. Wenn du willst, darfst du ihn auch drauf machen. Ja? Ja? Okay. Ja, gut. Egal. Also, wir gehen jetzt auf jeden Fall schlafen. Wir hoffen, euch hat der Blog gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Du nimmst auch eine Kamera mit, oder? Ja, ich nehme eine Kamera mit, aber ich weiß nicht, wie viel ich vloggen kann, weil, wie gesagt, ich bin auf einem Dreh. Und ich habe schon gehört, das ist ein bisschen tough getaktet, weil da nicht so viel Zeit ist und so. Also muss ich mal schauen, aber wir werden uns auf jeden Fall sehen. Ja. Wir uns auf jeden Fall auch. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und dann bis morgen. Bis dann. Mal. Tschüssi. Tschüss. Mir glaube ich sehr gut. Filmen, oh, Entschuldigung. Das gefällt mir aber sehr gut. Aber da ist jetzt immer so die. Aber ich habe gedacht, das ist mehr bauchfrei.